Liebe Kinobesucherinnen und Kinobesucher, ich freue mich, dass ihr den Weg in das Burgtheater gefunden habt, um an der Filmreihe der Friedrich-Ebert-Stiftung Sachsen-Anhalts heute teilzunehmen. Heute wird der Film Il Divo gezeigt, der die letzten 60 Jahre der italienischen Geschichte mit ihren Korruptionsskandalen behandelt. Im Antikorruptionsindex von Transparency International finden sich unter den ersten 20 Staaten 10 EU-Mitgliedstaaten und darunter auch Deutschland. Es ist ein gutes Zeichen, aber bei weitem kein Anlass, Korruption als zweitrangiges Problem auch in Deutschland anzusehen. In der heutigen Zeit ist Korruption ein eklatantes Problem, nicht nur in der Politik, sondern auch in der Gesellschaft, wie wir beispielsweise am Fußball in den letzten Monaten immer wieder gesehen haben. Es muss bekämpft werden und es muss breit angegangen werden. Und für mich als Europaabgeordnete zeigt sich dieses Thema auch in verschiedenen Arbeitsfeldern. Zum einen bin ich im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit und im Unterausschuss für Menschenrechte und in vielen Ländern unterwegs, beziehungsweise beschäftige ich mich mit ihnen. Und die Frage der Korruption ist hier gerade in der Entwicklungszusammenarbeit ein eklatantes Thema. Ein weiteres Thema der Korruption gab es beispielsweise in den letzten Jahren, insbesondere zur Ukraine. Wir haben versucht, die Ukraine zu stärken, zu unterstützen. Die Ukraine geht viele Reformen an, aber in der Frage der Korruption kam es leider erneut dazu, dass selbst der Wirtschaftsminister in der Ukraine zurückgetreten ist, weil ihm die Korruption zu stark war. Die EU ist in der Korruptionsbekämpfung ein sehr, sehr wichtiger Player. 1999 wurde das Europäische Amt für Betrugsbekämpfung eingerichtet, in Kurzform heißt es OLAF. Und diese Institution prüft in Betrugsfällen, wie regelwidrige Verwendung von EU-Geldern für Außenhilfen, aber auch Landwirtschaft oder die Hinterziehung von Einfuhrabgaben und Steuern durch Importeure gelaufen sind. Zudem untersucht OLAF in Fällen von Amtsmissbrauch, wie Unregelmäßigkeiten bei Ausschreibungen und Interessenskonflikten gelaufen sind. Seit der Gründung hat die Institution über 3.500 Untersuchungen durchgeführt. Darauf sind beispielsweise 335 Personen zu Gefängnisstrafen verurteilt worden und mehr als 1,1 Milliarden Euro an EU-Geldern sind wieder eingezogen worden. Hier sehen wir, wie wichtig so eine Behörde auch im Rahmen der Europäischen Union ist. Ich wünsche Ihnen und euch ein interessantes Kinoerlebnis und insbesondere im Anschluss daran eine gute Diskussion mit der Vertreterin der italienischen Botschaft an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Mit besten Grüßen heute aus meinem Europabüro hier aus Wittenberg, wo ein Schülercampus eingerichtet wurde. Bis dahin, alles Gute, ihr und euer Arne Lietz.